Hat sich aber nur nach Vernunft, oder? Ja, ja. Ja. Immer wieder da. In Lämple. Wir können uns dann schnell mal den Schwierigkeitsgrad aufdrehen und schauen, ob das mehr. Alter. Also. Oh, der Geist beim ersten Mal richtig identifizieren gibt mal schon viel Geld. Einen verfluchten Spiegel in Truck bringen. Wenn man uns Temperatur messen und das Kinderspielzeug mitnehmen. Also, König, ich habe die erste Geistaktivität, sie ist schon vor mir. Deine Augen haben gerade angeschaut. Ja, die Oberweite bewegt sich von selber. Also, ich weiß aber nicht, was du meinst. Nicht im Takt vom Atmen, sondern so einfach förmig gegeneinander. Sind wir jetzt in der Schule? Na, ich glaube, Polizeistation ist das. Ah ja, das ist Amerika vielleicht. Ja, dann kann man gleich mal einen Puffen holen in der Waffenkammer, oder? Mhm. Ich weiß nur, dass unten das Gefängnis ist. Boah, das ist riesig. Okay, wir haben schon mal Fußabdrücke. Oh, da klingelt der Telefon. Fußabdruck? Okay, dann sind schon nur noch vier. Oh Gott, nicht das Kind wieder. Das ist der schlimmste Geist. Der ist einfach nur ein Drittel so groß wie die anderen. Ist so ein kleines Kind mit einer Gasmaske. Oh Mann. Ja. Dann also habe ich schon mal gehört, wo genau auf der Map. Wenn man da noch brauchen. Nehmen wir mal die große Lampe auch noch mit. Das Gute ist wenigstens die Maps, die ein bisschen größer ausschauen, die sind auch nicht so übertrieben. Riesig. Aber was bringt es jetzt eigentlich da den zum. Was ist das? Ja, da den zum Bleiben gerade? Irgendwie müssen wir nichts suchen jetzt, oder? Wir machen nicht das Ritual. Nein. Ja. Kein Ritual mehr. Nein, das heißt, musst du nur. Ich rede mal mit dem. 500 bis 1000 Partikelzähler. Hallo, wie alt bist du? Ich glaube, das Spiel unterstützt nur Englisch. Englisch-Doktor. Achso, schau. Glaube ich mal. Ah, hallo. Hallo. How old are you? You sexy people. Wenn das ein Kind ist, dann ist das nicht you sexy people. Oh shit. Reverse. I'm sorry. No reverse car. Wobei, vielleicht ist es so ein Alter. Wird es immer ein bisschen schwierig. Hallo? Wer hat Temperaturdingenskirchen? Ich hab's. Ah, okay. Okay, das Kinderspielzeug müssen wir auch noch mitnehmen. Und der Spiegel. Ja, das Spiegel müssen wir finden. Dann gehen wir mal auf Spiegelsuche. Sie haben Knast, oder? Ich hab am Maus gefunden, da brauchst du eine neue. Ich laufe jetzt mit dem Temperaturding einfach durch alle Räume durch, oder? Ja. Mhm. Da gibt's 1000 Räume. Da liegt Geld. Ich hab Geld mitgenommen. Nice. Geld. Ja, richtig. Geld. Ist das Geld vielleicht der Spielgegenstand? Von Monopoly, oder wie? Ja, nicht. Also wenn da jetzt noch ein Spielzeug unter dem Knast ist, dann kann ich mich nicht. Ich bin gerade im Lift hingegangen. Ich hab's gerade klingeln gehört, ja. Ja, ich hab's mal gerade. Boah, so! Oi. Hast du gewusst, dass ich da komme? Ja, ich hab den Licht gesehen. Weißt du, hier rennen da immer ohne Licht um, hier bei außen. Ich schaut echt übel aus. Ja, ich fahr jetzt in einen anderen Stock. Du hast dich wahrscheinlich nicht erschrocken, du hast eine Frau gesehen, hast du gedacht, oh, Erleichterung. Nice. Nice. Ich hab das Spielzeug. Boah! Na! Der was? Spiegel und das Spielzeug liegen auf dem gleichen Tisch. Ich glaube, da hinten war auf meinem Schreibtisch, glaube ich, da. Ah, da. Ah ja. Oh, er ist schon wieder da. Nein, Wasserverschwendung im Gefängnis drunter. Hallo? Und bonjour. Who are you? Hey, die PCs sind gar nicht angesteckt. Die PCs sind nicht angeschlossen. Das, die Polizisten tun nur so, als ob sie arbeiten. Oha. Also, sie haben noch nichts mit Temperatur gefunden. Oh. Achso, ja. Er hat da eine. Aus! Ouija Board tut ganz wild. Chaotisch, oder wie? Ja, chaotic. So. Das haben wir kurz hin. Bewegt sich chaotisch. Okay,
hat immer noch nichts auf dem Rumpf von Kämpfänger gesehen. Und ich hab den die ganze in der Hand. Ja, dann legen einfach da mal am Boden an. Hallo, bist du hier? Ey, ich mein, are you here? Kannst du einfach da am Boden hauen, irgendwann wird er schon mal das Knurren anfangen. Wollt mir aber ein bisschen mit dem unterhalten. Ja, kannst du ja sowas einbauen, weißt du? Komm, hau den Kleber. Ah, da ist schon ein Fußabdruck. Es ist, ja, es schaut nach einem Kinderfuß aus. Hey, warte, kannst du das mal da? Ich möchte das fotografieren. Okay. Der EMF schlagt aber ohne überhaupt nicht los. Bitte helfen Sie mir, ich habe Angst. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Das ist doch auch ein Polizist gewesen, nicht? Ja. Ja, der Tipps gibt, wie du arrivierst. Oh, da klingelt. Ja, du hast Temperatur gemessen, richtig, oder? Ich hab nichts gemerkt. Doch, probier, weil das ist ganz... Es muss fast sein, weil die, ja, weil die andere Aufgabe ist, der Geist beim ersten Mal richtig hinlocken. Ich hab 12 Grad gerade. Ja, aber es muss noch niedriger gehen, aber du bist an der richtigen Stelle in dem Fall vorbeigelaufen. Weil die letzte Aufgabe ist, dass man den Geist richtig identifizieren muss. Ja, ich hab da 0 Grad. Minus 0,4 Grad. Ui. Ich treppe mir, ich kenn mich schon gar nicht mehr aus, ich hab mich verlaufen. Okay, ich hab Red 3, glaube ich. Aber es ist doch kein Baby. Warum? Wenn man Temperatur gibt, ist Baby, ist immer das Baby. Das Ouija-Bot hat immer noch einmal. Udo-Puppe passiert nichts, gemalt hat man auch nichts. Beim EMF habe ich 3. Also es geht einmal nicht höher da. Ich werde mal das Zeug da ein bisschen verteilen, damit er. Vielleicht hat er da mehr Bock drauf. Ach, du schon wieder. Markus? Yes. Können wir mal tauschen? Was hättest du gern? Das Temperaturding. Ich find's aber lustig, mir hat's noch 0 Sanity abgezogen. Ah, ich hab schon ein bisschen verloren. Echt? Okay. Schon ein bisschen verloren. What is your name? Mein Name ist Jeff. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Ich bin der Bruno und ich bin der Poltergeist. Oi, oi, oi. Also. Ja, das tut irgendwie nicht so richtig. Ja, ich Block hat da auch noch nicht gemöllert. Im Keller habe ich jetzt auch da 0 Grad, ja, kälter wird es echt nicht. Dann wäre das ja 0 bis. Also minus 5 bis 5. Genau. Fußspuren hat er ja. Das Telefon dreht sich. Fußabdrücke. Aber er kritzelt nichts in der Blockhine. Ja. Poltergeist, ja. Telefon! Das Kritzeln wäre das Eindeutige. Und der Rundfunkempfänger. Oh ja. Ja, dann und die Voodoo-Puppe brauchen wir auch, glaub ich. Ja, weißt du, Voodoo-Puppe kann keine Interaktion sein. Die andere aber nicht. Wir müssen dann vielleicht irgendwie irritieren oder so, weißt du, dass er knurrt oder weint. Ja. Wie denn? Ich hole mal da den. Da klingelt jemand Sturm. Die werden ich hole mal den Plasma-Absorber da. Ups. Ich stell da jetzt einfach mal beide rein, vielleicht löst irgendwann so aus. Vielleicht fängt er dann an knurren oder weint. Das bringt bei der Videokamera der Nachtsichtmodus, der. Schaut einfach nur grün aus, da sieht man gar nichts. Ja, ja, aber du kannst da auch das Ektoplasma finden bei spezieller Geistern. Ah, okay. Du kannst schon mal im Laptop schon, es gibt ja noch mehrere Gegenstände, oder, wo man kaufen kann. Es gibt ja nicht nur die, die im Truck liegen, oder? Es gibt ja noch. Was gibt's denn da? Eine Kamera mit Stativ, Videokamera mit Stativ, Kamera mit Bewegungssensor, Videokamera, Gefahren. Wenn ich auch so eine coole Drohne habe, ist es ja Quatsch, wenn du da jetzt Zug ausgibst. Nein, eh. Aber ein Gefahrendetektor, ein Bewegungssensor, Beleuchtungssystem, Zauberpulver, was auch immer das bringt. Na, die Drohne ist schon. Hast du da überall eigentlich das Wasser angeschaltet? Ist ja nervig. Aber ich hätte auf alle Fälle die Drohne mit dem UV-Ding noch zusätzlich kaufen, weil dann siehst du schon Fußspuren immer gleich. Da ist immer noch nichts passiert, oder? Ja. Wer hat den Rundfunkempfänger? Ich in der Hand. Hallo. Hauen am Boden da. Nein, ich will gleich jetzt mit dem reden. Okay.
How did you die? Ich bin mir nämlich aber nicht sicher, was denn, ob man durch die komischen Geräte da zuerst irgendwie irritieren muss, dass er entweder weint oder knurrt. Weil ich glaube, das kommt nicht einfach so. Ich glaube, da muss irgendwas passiert sein. Vielleicht ist durch den Boden durch. Ich bin auch schon da. Oh, er ist da irgendwo. Ja, ich hab da grad. Bin da runtergelaufen und dann hat's. Was ist, wenn ich dir einen Gefahrendetektor kauf, dreht sich der denn so? Gefahr, Gefahr, Gefahr. Da hinten geht so wieder auf. Ah, ah, Voodoo-Puppe, er hebt sie an. Er tut was. Okay. Er hebt sie einfach nur an. Komm mal wieder. Au, ich hab mich hingekriegt. Ei, Karambale. Schnell los, schnell los. Ich bin nur am Racen. Ah! Oh, den Markus schafft's nicht mehr. Tschüss, Markus, Judith. Nichts passiert. Also er hebt die Voodoo-Puppe. Ja, alt passt. Und ruhig, das ist schon gut. Ja. Sollen wir das einloggen? Was haben wir? Was, ja, aber was ist es? Welcher Geist ist es? Poltergeist, oder? Hätte ich gemeint. Was hast du noch gesehen? Kommen wir mal alles durch. Thermometer ja. Minus 5 plus 5. Elektromagnetisches Feld 3. Fußabdrücke. Das habe ich noch nicht gehört, okay. Ja. Fußabdrücke, ja, Notizblock nix. 500 bis 1000, bewegt sich chaotisch und erhebt Voodoo-Puppe. Ja. Ja, okay. Ich bin zwar lustig, wie ein Poltergeist Fußabdrücke macht, aber. Ja, man. Mir hat immer noch nichts abgezogen, weil das eine Tier wohl jetzt einen Hit gekriegt hat. So. Also. Feuersalz, Zauberbuch. Alle Türen öffnen. Also. Voodoo-Puppe ins Haus bringen, die schnappe ich mir gleich wieder. Alle Türen. Er ist gerade dahergelaufen. Achso. Hopp ins Haus bringen, okay. Alle Türen öffnen, Zauberbuch und Feuersalz brauchen wir eigentlich nur. Was sollst du mit dem Zauberbuch machen? Ja, das muss ich ja mal eine. Ja, mal eine Werfer die reinlegen. Einfach nur reinlegen und dann läuft er, wenn er drüber läuft, hebt er es an, verbrennt es noch am ersten oder zweiten Mal. Feuersalz. Mach schon mal. Muss ich ums Feuersalz A werfen, aber das schützt mich nicht. Ist das egal? Ist egal. Alle Erlaubt Türen müssen dann auch aufmachen. Ja, ja, ich gang einmal in die Tür aufmachen. Ja, ich bin auch schon da. Mach dem Erdgeschoss alles auf. Oder klingelt das Telefon? Hallöle. Wo bist du an? Boah, ist das Maria. Ich gang jetzt einfach in den Keller mal. Ich weiß gar nicht, ob da Türen sind überhaupt. Hinter mir ist schon wieder die Tür zugegangen. Ja. Ich. Okay, die Knasttüren, da kann man gar nicht aufmachen. Oh, ich hören. Oh, er war vor mir. Ah, das ist Einbruch. Wo warst du? Oben, da. Da ist immer noch. Der Güchse gerade um Deckung. Ja, du bist unten im Keller? Oder ich bin, oben? Nein, ich bin oben. Im Keller okay. Sind keine Türen, da sind nur so Gefängnistüren. Da, in der Richtung von da, wo du gekommen bist. Ja, ich krieg ein Ding, aber... Ah, er macht wirklich die ganze Tür auf, wieder. Jetzt hat er doch schon wieder einen Zug gemacht, ja. Denkst du mir auch gerade. Siehe wieder der Markus. Ja, aber Türen kommen nicht erst, wenn wir zuerst Feuersalz machen. Ja, aber ist ja wurscht. Das Zauberbuch kommt auch noch davor. Ja, ja, stimmt schon. Das Zauberbuch haben da schon reingelegt, das ist nicht so wild. Das sollte dann nicht davor schon verbrutzeln. Kann das immer mitnehmen. Wo ist er denn? Ah, der Geist ist ruhig, der ist nicht very aggressiv. Ja, aber. Muss mir ja dann noch nicht erschrecken, ne? Der kann ja einfach sich da jetzt abwerfen lassen. Ein Bleistift, ja. Wäre schon nett vor allem. Hey, du mit deiner UV-Lampe, da leuchtest du mir die ganze Zeit hinterher nach. Entschuldigung, den lasse ich. Du in den Lift reingelaufen, ha? Im echten Lehrer. Ich hab einmal Chinesisch bestellt. Oi! Hallo! Oi! Er steht vor mir. Er ist schon mein Eingang. Ich komm. Wenn man die im echten Lehrer anleuchtet hat mit einer UV-Lampe, könnte ich in den leuchten wie ein Glühwürmli. Warum ich? Eher du. Ah, jetzt ist er da im Gang abgerannt.
Mann. Er hat was in Notizblock hineingezeichnet. Was hat er ihn nicht gezeichnet? Mensch. Der Sauberger. Jetzt tut das, weißt du? Jetzt. Wollte sicher eigentlich nur die Telefon. Ich höre seine Schritte. Hä? Ah, da oben. Ja, das wirft jetzt nicht da rein. Aber wo ist er denn? Weißt du, was ich mich frage? Da am Boden liegt so eine Abdeckung von so einer Klimaanlage. Aber an der Decke fällt nichts. Oh, ich höre ihn. Ah, er ist hinter mir. Er ist gerade weg. Ja. Ja, er ist auf mir. Aber. Entschuldigung, warte, lass euch zwei los. Ich hab mal einen Hit gehabt, aber das war's. Ah, da ist er. Ja, aber mal das Ding ins. Jetzt bist du dran mit dem Zauberbuch. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Sanity verloren. Ein bisschen. Das kannst du eigentlich einfach liegen lassen, musst du nicht dann. Ja, ich verpiss mich jetzt. Ich weiß schon, warum ich mir das ausgesucht habe. Sei ja nahe, Tante Clara. Hello? Kann ich ja einfach ohne euch losfahren. Oh, hinter euch ist Türzug. Ah, das Buch. Oh ja. Wer ist der Treppe aufgerannt? Ja, er hat das Buch nochmal, er hat nur gelesen. Wer kann der lesen? Ja, ist ja ein Poltergeist. Schützt ihn da noch so. Ich hätte jetzt nicht übermäßig lang drin bleiben, dass deine Sanity auf Null geht. Bin über der Hälfte, ne? Achso, okay. Ich hab nur noch ein Viertel vielleicht oder ein Fünftel. Bei mir ist es nur angekratzt, gerade die Schädeldecke ist rot. Wow. Ich bin schon die ganze Zeit da rumgelaufen. Aber was ist denn das für ein Ghetto-Ding, wo man sogar der Polizei Autos greifen glaubt? Ah ja. Und vor allem, die haben sogar Dachs auch noch geklaut. Damit es sich rentiert, kann man gut verkaufen. Weißt du, was aber das Lustige ist? Dann aber das ist nochmal ein Polizeiauto, da sind drei vor weg, aber es ist aufgebockt auf der Reifen. Auf der Reifen, ja. Achso, nein, da ist bloß ein Rad kaputt, die anderen sind noch dran. Wolltest du mir nur jetzt Mausezeichen schicken? Ja. Oh, er kommt direkt her. Oh, er nimmt das Buch auf. Ich kann das nicht lesen. Und er hat es wieder fallen lassen. Au. Ja, chill, Brudi. Boah, das hat jetzt abgezogen. Ich weiß aber nicht, ob man da den Herbert stehen muss oder nicht. Wenn er das macht. Ja, er nimmt es gerade. Ich stand den Herbert. Jetzt hat er es. Du musst den Herbert stehen, weil er die denn eigentlich angreifen will. Ja. Jetzt haben wir alles, oder? Achso, alle Türen müssen wir noch auf tun. Wir müssen jetzt aber hier gehen, weil ich habe fast keine Sanity mehr. Ja, ich habe auch noch eine Hälfte jetzt. Er hat mich angegriffen, plus er hat mich geschupft. Erase einfach. Klage. Ich habe noch eine Hälfte. Da ist da Luft. Bin gerade okay. Also, ich höre die. Okay, gut, das haben wir. Ich komme zurück zum Eingang. Ich glaube, er verfolgt mich. Und fangen. Ja, der Pokéball ist im Eingang da, oder? Wer hat da mit? Ich hab ihn nicht, ausnahmsweise. Der ist doch. Ich hab ihn auch nicht. Ist doch da ein Kläger. Wie wir hatten. Na, dann, komm. Du, komm, mach du. Ich will's ja noch, wie du vergeigst. War das den Probewurf? Ja, das war dann. Tschüss, gell? Abfahrt. Ja, sind wir jetzt. Ich und kann schon. Wenn man das dann auf dem Video sieht und man euch auslacht. Nein, ich fahr jetzt weg. Nein! Nichts kriegen wir. Ich wirf das ja mit an, wenn er irgendwo kommt. Wo ist er? Ich bin da. Wo ist er? Hallo. 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 Hello, where are you? Come on, you. Hello, Mister. I have a Pokéball for you. Ich habe Angst vor Schrecken. Nein, hab ich nicht. Denk sowas nicht. Hallo, Boi! Das kann schon. Ah, ich habe Markus eine Fackel angeworfen. Aber hast du die goldene Bombe ist jetzt schon wieder abprallt. Oh, Level up.